Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Final Fantasy 16. Ja, wir sind immer noch hier dabei, einige Nebenquests zu erledigen. Wenn wir gerade schon, wo wir gerade schon dabei sind, erstens habe ich hier, glaube ich, eine neue Nebenquest freigeschaltet. Was haben wir denn hier jetzt wieder alles? Ne, hier sind, glaube ich, ein paar Sachen dazu gekommen letztens. Ne, ich finde da noch viel Sheltered Dawn Kusses, rostiger Helm, Luftschiffmodell. Erkoltes Übungsschwert. Okay. Ja, wir sind dabei, alle möglichen Nebenquests hier zu erledigen, bevor wir uns gegen Ultima stellen. Ne? Wir haben noch 6 übrig. Ich habe letztens einen Brief bekommen. Anscheinend kommt hier noch eine neue. Ne? Und mein Gott. So viele Sachen. Ja. Ich war dabei. Ihr müsst mir jetzt nicht noch mehr Sachen sagen. So. So, warte mal hier. Sorge um Jill. Jill hat viel wegen ihrer Esper gelitten, aber der Verlust von Shivas lastet trotzdem schwer auf ihr. Als Freunde sollten wir zumindest versuchen, ihre Last ein wenig zu lehnen, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Lass uns persönlich darüber sprechen. Oh, wenn ich die Quest mache, können wir dann Jill in unsere Truppe freischalten? Da wäre natürlich so, richtig klasse. Ich sollte mal mit ihm reden. So, im Sinne von, ich mache deren Quests alle. Dann schließen sie sich mir an, auf Dauer. Wäre natürlich richtig cool, ne? Ich habe so das Gefühl, bevor Joshua irgendwann, und ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass er es hier nicht durchs Abenteuer schafft, ne? Bis zum Ende oder bis zum nach dem Ende. Ich habe so das Gefühl, irgendwann wird Joshua uns auch noch Phoenix geben, ne? So wie wir halt mit den anderen Charakteren alles gemacht haben, ne? Joshua. Dann haben wir Ultima damit um oder so, ne? Ich glaube, du hast recht. Oh, schau mal, was hier passiert. Sie benimmt sich anders seit wir von Drachengrad zurück sind. Ganz anders als früher. Und es dürfte nicht schwer zu erraten sein, warum. Sie denkt, dass sie uns keine Hilfe mehr ist. Und deshalb müssen wir sie daran erinnern, dass sie noch immer zu uns gehört. Daran, wie dringend wir sie hier brauchen. Jetzt mehr denn je. Dass du sie noch brauchst. Die Frage ist, wie? Als ich klein war, wusste ich besser, was sie aufheitert. Das ist es. Erinnerst du dich an damals, als wir Vater auf seinem Ausritt begleitet haben? Als Jill und ich ausgeschert und auf die Mannhöhe geritten sind? Ihr wolltet die Schneeastern sehen, das weiß ich noch. Es war das erste Mal, dass wir mitkommen durften. Als Vater merkte, dass ihr weg wart, scheuchte er sein gesamtes Gefolge durch die Landschaft, um euch zu suchen. Im Regen. Und dann kam dieses Gewitter und wir mussten uns im Wald unterstellen. Irgendwo auf halber Strecke. Hunderte Leute sind gestorben, weil sie uns gesucht haben. Der Kommandant höchstpersönlich. Er war nicht gerade begeistert. Das heißt, ihr wart nie wirklich da und könntet das jetzt nachholen. Oh, ja. Weit wäre es nicht. Na dann. Auch wenn die Mannhöhe sich sicher verändert hat. Nicht viel von Südrosaria ist. Warum nicht Mannhöhe? Wie damals. Du meinst, ich soll zur englischen Aussprache. Sind? Auf Deutsch geschrieben. Ich meinte, wir könnten zuerst nachsehen, ob dort überhaupt noch Schneeastern wachsen. Oder wir könnten Jill mitnehmen. Was würdest du nur ohne mich machen? Irgendwie so ein Solo-Abenteuer mit mir und Joshua die ganze Zeit. Wäre eigentlich perfekt gewesen, hier Jill mitzunehmen. Gut, wir haben unseren Auftrag. Fragt sich jetzt nur, wo genau das schon wieder hier ist auf der Karte, ne? Nein, da wollte ich nicht. Das hier wollte ich mal. Alle guten Dinge sind 3. Noch eine Quest, die ich nicht angenommen habe. Ewige Pflicht, ein Licht im Dunkeln, eine unbequeme Wahrheit, ich weiß gar nicht mehr, wie die Quest hieß. Blumen für ein Lächeln, genau. Und wo ist das? Da. Na, gehen wir mal da ein. Klappern wir alle Sachen ab. Ich hätte mal vielleicht bei den Trophäen nachschauen sollen, da kriegt man ja auch immer so eine Prozentanzahl, so wie viel man schnell erledigt hat, ne? Hätte vielleicht mal nachgucken sollen, wie weit ich hier so bin, so mit den Nebenquests und so, ne? So, Heiltränke habe ich vergessen, hier ein mit zu farmen, aber wird schon reichen, ne? So, habe ich noch all das hier, ja, ne?
Na gut, dann gucken wir mal. Hey, was ist das hier? Ha, endlich. Oh. Hier ist die Kopfgeldjagd. Endlich kommen wir mal rein. Boah. Wir sind da, aber es tut mir leid, Clive. Ich war so hungrig. Es bleibt doch nichts verschont. Und was nun? Wir suchen weiter. Es muss doch noch andere Wiesen geben, wo Schneeastern zu finden sind. Vielleicht, aber das ist der einzige Ort, den ich kenne. Kanta. Irgendwo im Schnee? Und wenn wir jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt? Im Versteck, meinst du? Versuchen wir es. So, okay. Und ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, dass hier jetzt die Kopfgeldjagd irgendwo ist, ne? Aber es kann eigentlich nur hier sein, ne? Hier ist kein anderer Ort. Aber da will ich mir doch noch ein bisschen aufbewahren, ne? Ich weiß auch nicht, wie stark das ist, ne? Deswegen. Ich hätte vielleicht nur einen Trank hier mitnehmen können, egal. Weil Swarok ist Level 50, ne? In den Gärten, wo noch Schneeastern wachsen. Deswegen, ich gehe auf den falsch, egal. Deswegen habe ich so irgendwie, ich will ja vielleicht so beide auf einmal machen, ne? Dann mache ich so eine Kopfgeldjagd Folge oder so, ne? Extra dafür. Man kann über sie sagen, und dann schnappen wir uns die beiden, ne? Aber erstmal machen wir hier die Quest, ne? Und vielleicht schließt sich ja Jill uns auch noch in die Truppe an, ne? Auf Dauer, so wie Joshua, das haben wir auch letztens freigeschaltet. Glaube ich jedenfalls, dass das so funktioniert. Deswegen machen wir erstmal diese Quest, ne? Weil die scheint ja irgendwann mit Jill. Und ich glaube, diese Quest wurde auch erst freigeschaltet, nachdem wir ja die mit Joshua erledigt hatten, ne? Nachdem sich Joshua uns angeschlossen hat, ne? Also ich tue so eins und eins zusammensetzen, um herauszufinden, ob wir vielleicht so eine Belohnung bekommen, ne? Deswegen warten wir erstmal. Und mehr Charaktere in solchen Bosskämpfen wäre natürlich am besten, ne? Da, wo der Wind ihre Samen gut verteilt. Auf der Mannhöhe zum Beispiel gibt es sicher welche. Mannhöhe. Oder in der Kaiseraue. Da sind zwei N. Das ist deutsche Aussprache. Mannhöhe. Muss es wie ein Deutscher aussprechen? Mannhöhe. Verstehe. So, als würde ich Clive Cliff aussprechen. Hast du etwas herausfinden können? Die Gärtnerin hier rät uns zur Kaiseraue in Sandbreck. Ah, die Felder hinter Nordstedt. In dem Fall lag Jote wohl richtig. Jote, genau. Ist eingefallen, dass sie ein Reisetagebuch führt. Ich habe sie gefragt. Ihr Name ist letztens nicht eingefallen. Zu Schneeastern hat und da hat sie die Olfeischt bei erwähnt. Deren Küsten an die Aue grenzen. Dann mal los. Okay. Alles klar. Ich guck noch mal hier rum, vielleicht ist ja hier noch eine Schatztruhe. Letztens habe ich auch hier eine Truhe gefunden. Hey, was ist das denn schon wieder? Ah, nichts zu bedeuten, ne? Ist einfach nur gelb, ne? So, Auenreue, Sandbreck. Dalmekia, Sandbreck. Wo ist Sandbreck? Das war Luf. Schattenküste, das ist der einzige Ort, den wir da haben. Ja, ne? Ne. Da bin ich. Hier, mein Gott. So. Den Mann, da können wir auch ein paar Quests miteinander kombinieren, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Hier sind drei Quests. Da können wir die natürlich auch noch machen, ne? So, hier schon wieder irgendjemand, der. Der neue Anwärter warten hier sicher ganz in der Nähe auf mich. So, ja. Was kann ich für dich tun? Diamantschwert. Ah, du bist aber schwächer. Hm. Boah. Boah. In Darkness Hope. Falls du etwas brauchst, ich bin hier. Nee, du bist mir jetzt nicht mal angezeigt, dass hier irgendwas.
Tod überlassen? Was bleibt uns denn sonst übrig? Ich brauche mal Geld, ey. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich brauche mal Geld in diesem Spiel. So. Ich bin nervös. Ist das ein schlechtes Zeichen? Hallo, Sid. Jetzt wirst du nur noch nervöser werden. Hier ist der Anwärter. Ember, stell dich vor. Zu euren Diensten, mein Herr. Bitte, einfach Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja, das ist richtig. Du weißt, was ich bisher sehe, gefällt mir. Sicher, aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav, er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er, ganz allein. Er hat mir gezeigt, was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann. Genau wie Gav mich. Das hört er sicher gern. Du bist eindeutig motiviert, Ember. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Hab ich bestanden? Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. Nicht weit von hier ist ein Sanbrekscher Wachturm, den Pfad hoch. Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Bring es dann her. Finden und bringen, gut. Noch mehr? Nein. Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Du musst die Lage sondieren, einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen. Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Ember, Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand, klar. Ich bin dann mal weg. Jetzt sowas mit Tod. Ich gehe gleich zu dem Turm und der liegt da schon. So vor dem Turm. Weiß nicht mal zum Turm hin geschafft. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Werde ich nicht. Okay. Aber er muss es lernen. Beweis dich. So, da muss ich hin, aber lass mal hier hin wahrscheinlich. Kann ich mich dahin teleportieren? Nein. So ein, oh, das ist alles so blöde hier. Ja, da gedacht habe irgendwie so ein Teleportpunkt in der Nähe, aber nee. Da kann ich ja mit interagieren. Aber kann ich nur mit dem einen Ding interagieren? Ich verstehe es nicht. So, dann holen wir die Quest hier auch noch ab, wenn wir schon mal hier sind. Wir sind noch unübersichtlicher zu machen, das ist so hier in diesem Bordell, ne? Treffen wir jeden Charakter noch einmal hier. Können wir kurz reden? Naja, die Lady mit dem breiten Schulter. Oh, wie breit die Schultern von ihr sind, die. Ihr könnte Clive in... könnte Clive einfach so wie so ein Telefonbuch zerreichen. Nun fehlt es in der Stadt an Wachen. Philipp hat notgedrungen... Da bilde ich mir halt nur ein. Meine Leute sind dem Ruf natürlich sofort gefolgt. Doch trotz allem herrscht Not am Mann. Aber wenn du uns stimmt bestimmt 200 Kilo, dann ist den Menschen von Nordstedt vielleicht wieder eine ruhige Nacht vergönnt. Natürlich. Natürlich. Jederzeit. Danke, Clive. Was würde ich nur ohne dich tun? Keine Ahnung. Baumstimme ausreißen. Ich suche die Herrin des Hauses. Wo ist sie? Hier, Milady. Und mit wem habe ich die Ehre, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Sabine. Und ich bin die Tochter des Herzogs von Oriflam, was zurzeit mehr einer Schmach als einer Ehre gleichkommt. Ich wünsche mich, mit euch zu beratschlagen. Mit Vergnügen? Reden wir. Du gestattest doch sicher, Clive. Aber sicher. Wir reden später weiter. Bitte. Ich höre. Wie ihr wisst, ist mein Vater ein unerträglich hochmütiger Mann und ich verachte sein Gebaren ebenso wie ihr. Daher möchte ich euch zunächst danken.
Dafür, dass ihr unentwegt eure Stimme gegen ihn erhebt. Leider lässt er sich von Vernunft nicht beeindrucken. Nein. Er muss zu spüren bekommen, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Und wer soll ihn das spüren lassen? Na, ich. Mit der Hilfe anderer, die meinen Standpunkt teilen. Mit euch im Bunde könnte es gelingen, ihn für immer aus Nordstedt zu vertreiben. Wäre das nicht ein wenig drastisch? Drastische Maßnahmen sind, was die Situation erfordert. Oder wollt ihr weiter zusehen, wie eure Leute enteignet werden? Mein Vater ist überzeugt, dass jeder sein Leben dem Kaiserreich verpflichten muss, dass seine Bürger jedes Opfer bringen müssen, um das wieder zu beleben. Aber das ist falsch. Es sind nicht die Bürger, die sich dem Kaiserreich verpflichten müssen, sondern das Reich den Bürgern. Er war schon immer so. Er gesteht niemandem eine Meinung zu, den er unter sich wähnt. Aber ich werde nicht länger dabei zusehen, wie er das gemeine Volk mit Füßen tritt. Wir müssen ihn bekämpfen. Und zwar mit allen Mitteln. Kämpfen? Nein. Mein Bestreben ist es, die Spannungen in Nordstedt zu lindern, nicht sie zu schüren. Bei allem Respekt, Milady. Unsere einzige Chance, diese Stadt zu retten, besteht darin, uns unserem Feind geschlossen entgegenzustellen. Euer Vater und sein Gefolge inbegriffen. So gut ich eure Frustration verstehe, hoffe ich doch, ihn noch bekehren zu können. Vergebens, ihr werdet sehen. Aber wenn das so ist, dann will ich euch nicht länger belästigen. Ich hoffe nur, ihr kommt mir nicht in die Quere. Gehabt euch denn wohl. Oh Mann, sie will irgendwas Dummes machen. Arbeiten. Temperament hat sie. In der Tat. Ich fürchte jedoch, dass gerade ihr Temperament den Herzog in seinem Kurs bestärken wird. Was für diese Stadt fatal enden könnte. Aber was rede ich? Für sie geht es nur um sich und ihren Vater. Familien. Verzeih, wo waren wir? Ah, wie sich das wohl anfühlt, eine Familie zu haben. Joshua so daneben, so, Clive. Aber vielleicht tut er das besser selbst. Er müsste jetzt am Markt sein, wenn du bei ihm vorbeischauen möchtest. Werde ich. Okay, tut mich nicht zu sehr sidetracken. Schade, dass ich nicht mit kann. Ich bin eigentlich für Jill hier. Ich sehen, was für ein Gespann ihr abgebt. Wow, 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 wow. Na gut. Wupp. Oh Gott, dann. Na komm, machen wir erstmal für Jill. Diese Stadt braucht dich. Und porten wir uns jetzt zurück zu, zum Mark. Alles klar. Boah, ich weiß doch, diese eine Quest, wo wir uns mit diesen beiden Trotteln hier gekloppt haben und die haben. Ich denke, dachte voll so, boah, die machen wir jetzt platt. Währenddessen habe ich die irgendwie durch die Gegend jongliert, mein Feuer. Da war lustig, da waren noch die guten alten Zeiten, ne? Ja. Okay. Auf geht's. Ja. Da. Bum, bum. Wasser und Wasser, 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 Wasser. Da sind doch Blumen. Sehe jetzt schon. Finger weg von den Blumen. Noch immer fertig. Aus dem Weg! Boah. Courage, was? Kann ich einen Zauber? Ich muss schon sagen, kann ich so in der Nähe der Blumen kämpfen mit meinem Feuer? Gefällt da runter? Ich muss schon sagen, war ich das? Hm? Torgal, bist du wieder auf Krawall? Wer will immer Krawall? Torgal. Ja. Ich hoffe sehr, dass das der letzte ist. Das wird sich wohl gleich zeigen.
Fantastisch. Und jetzt Zanten zu kennen. Na. Normal. Oh. Oh, danke schön. Warte, knapp. Ich hatte gerade ein Schild, glaube ich, durch Joshua bekommen. Ins Gesicht. Der ist aber so gut zu Angriff, um die Dinge hier runterzuhauen, ne? Ich wollte euch meine super Form hier raushauen, ne? Entschuldige, was? Oh, verdammt. Oh Gott. Boah, das geht. Bleib da liegen. 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 Letztens ein Ad von Final Fantasy 16 gesehen. Die ganzen Reviews. So 10 von 10, 9 von 10. Das macht mich froh. What? Ich glaube, ich mache irgendwie mehr Schaden, wenn mein Gegner irgendwie schon niedriger AP hat mit dem Angriff, ne? So, ich glaube, du bist weg, ne? So. Doch, ich muss noch kleine Gegner hier erledigen. Wo seid denn ihr? Und zum Bonk. Hier, fangen. Hier, hol kleiner. So. Das war easy. Minotaurus-Mähne. Kommt mir nicht bekannt vor, aber habe ich glaube schon. Das war mehr Arbeit als gedacht. Entschuldigung. Na gut. Nehmt euch alle mit. Würde ich sagen. Aber sieh nur. Es hat sich gelohnt. Wunderschön. Meinst du, Jill freut sich? Ganz sicher. Komm. Gehen wir. Davon kann eine ganze Familie satt werden. Okay. Also, aber nicht, du gehst jetzt zurück zum Versteck. Nein. Ich war doch noch nicht da fertig. Das wäre also geschafft. Den Rest überlasse ich einfach dir. Ich wollte noch nicht herein. Dir und dem Wetter. Auf dass ihr diesmal von Gewittern verschont bleibt. Ich soll mit Jill über das Wetter reden? Alles klar. Lass mich kurz mein Wetterdeck hier mischen. Hey Jill, ganz schön kalt, ne? Verstehst du es, weil du Shiva bist? Mir ist nicht so kalt, weil ich Ifrit bin. Ifrit ist Feuer. Aber manchmal ist mir kalt wegen Torgal und der ist so ein bisschen Eis, ne? Verstehst du? Boah. Jill. Ich will dir etwas zeigen. Ach ja? Was könnte das wohl sein? Das siehst du dann. Wie wär's mit einem Ausflug? Komm mit. Es geht nach Orifla. Okay. Also mitten am Ende der Welt, ne? Der Kristall in den Ultima drin ist, der fliegt einfach so vorbei, während wir hier romantische Aussicht hier haben. Es sind so viele. Das wolltest du mir also zeigen? Mir fehlen die Worte. Du musst doch nichts sagen. Dein Lächeln reicht mir. Wir haben uns Sorgen gemacht. Dieses Lächeln lasse ich mir gerade in diesem Moment anschauen. Weißt du noch, der Ausflug auf die Mannhöhe? Oder Mann! Der Versuch? Ja, das weiß ich noch. Du hattest mich weinen sehen und wolltest mich mit den Blumen wohl aufmuntern. Eingebracht hat es mir nur eine dicke Erkältung und eine Standpauke von deiner Mutter. Trotzdem war ich glücklicher denn je. Tut mir leid. An dem Tag lief nichts wie geplant, aber
Ich konnte dich nicht weinen sehen. Vor dem Ausritt hatte eine Kammerzofe belauscht, wie sich deine Mutter zu Hofe über mich ausgelassen hatte. Über mein Heiratspotenzial. Darüber, ob es profitabler wäre, mich in eines der hohen Häuser einzuheiraten oder mich für die herzogliche Linie aufzusparen. Nach meiner Meinung wurde nicht gefragt. Ich war ihnen egal. Eine Schachfigur. Ich fühlte mich einfach so allein. Roger. Aber ich war nicht allein. Ich hatte dich. Deine Hand in meiner, als wir in den Wald rannten. Und da wusste ich, egal was auch passiert, es wird alles gut. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Wusstest du übrigens, dass ich am nächsten Morgen doch auf dem Hügel war? Nein, wirklich? Ich habe mich heimlich davongeschlichen und bin einfach los. Und oben war da dieses Meer aus Blüten, die zur Sonne aufblickten. Und mir wurde klar, die Sonne immer für sie da ist. Egal wie schwarz die Nacht war. Dass du immer da bist. Für mich. Und es immer warst. Immer und immer wieder. Wo siehst du uns, wenn das hier vorbei ist? Ich weiß nicht. Sicher nicht hier. Ich habe genug von Valistea. Nach allem, was wir erlebt haben, kommt mir hier alles so klein vor. Und ich brauche Freiraum. Einen Neuanfang. Dann soll es so sein. Ich werde alles dafür tun, dass du ihn bekommst. Ich nie gut, aber für mich ist das nicht schlecht. Für mich ist das ein Schatz. Danke, Clive. Ich bin direkt im Zimmer gehängt. Die Blumen für alles. Das war genau das, was ich brauchte. Du bist mein Schatz. Schön. Okay, zurück zum Versteck. Wir sind noch hier. Wir sollten wohl langsam zurück, sonst werden wir noch vermisst. Stimmt. Es gibt noch viel zu tun. Gehen wir es zusammen an. Auftrag abgeschlossen. Ich dachte jetzt, wir haben diesen Blumenkranz irgendwie so als Krone irgendwie so freigeschaltet. Shivas Kurs. Warum ist das ausgegraut? Habe ich den schon? Schneekastenkranz.
Ja, das will mich im, ja, im Zimmer. Zum erneuten Einsatz von Diamantenstaub in 7,5 Sekunden. Warum ist das ausgegraut? Hatte ich den schon? So, Jill hat sich der Gruppe angeschlossen. Wird bis zum Aufbruch, also dann werden die nicht mehr dabei sein. Muss schon die ganze Zeit machen. Cool. Jetzt im Moment ist aber Joshua nicht dabei, ne? Dann machen wir hier auch noch direkt fertig, ne? Also tue ich mich jetzt hier sozusagen meine ganzen Partymitglieder ja freischalten. Na weit. Da guck mal hier. Ha, guck mal. Genau deswegen habe ich diese Quest als erst gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass so was wieder passiert, ne? Und mal all unsere Charaktere hier versammelt. Mehr glaube ich kommen da nicht, ne? Wir sollen auch noch kommen, Gav. Ihr wollt die Menschen hier doch nicht einfach. Oh, ich wollte eigentlich nicht. Ihr müsst handeln. Als Sohn Nordstedts ist es eure Pflicht für eure. Kümmern wir uns um dieses Drama hier. Und das ist genau das, was ich hier tue, Milady. Oder zumindest versuche. Die Region ist voll mit diesen Wesen. Deshalb halte ich hier Wache. Aber euer wahrer Gegner sitzt hier in der Garnison. Gut, ihr seid nicht der einzige Soldat in Nordstedt. Schönen Dank für eure Hilfe. Dich hat sie also auch im Visier. Ich bin kaum zu Wort gekommen. Ganz ihr Vater, die Gute. Vorhin hatte sie einen Gastauftritt am Schleier. Sie wollte Madame überreden, mit ihr eine Rebellion anzustacheln. Hat bestimmt geklappt. So charmant, wie sie mit den Leuten umgeht. Aber egal. Was führt dich her? Madame dachte, du könntest Hilfe vertragen. Ach, dachte sie, ja? Was soll ich sagen? Sie hat recht. Wie immer. Es wurden wieder welche gesichtet. Du weißt schon, diese Ungeheuer. Hier mache ich fertig. Sieht so aus. Und es sind viele. Die 10 Stück. Noch nicht bestätigt. Also könntest du sie vielleicht überprüfen? Mach ich. Wo soll ich hin? Zu Gwigors Tränen. Einer der Späher will sie in der Nähe des Wassers. In der Nähe des Turms, wo ich auch hin muss. Schon unterwegs. Weil wenn nicht, dann. Oh, Junge. Ich überprüfe die anderen Berichte. Wir treffen uns dann wieder hier. Alles klar. Also ich mal kurz gucken. Ein Gegenstand, den ich gerade bekommen habe von Jill. Schieberskurs, ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon nicht hatte. Da steht nur eins. Ich glaube, so hast du es war, kannst du sowieso nur einmal haben, ne? Boah, guck mal, wie viele Sachen ich habe. Boah. All die Sachen benutze ich nicht, weil ich die ganze Zeit meine Erfahrungspunkte und Fertigkeitspunkte plus hier ausgerüstet habe. Na gut, dann machen wir die beiden Dinger hier schnell, ne? Kloppen uns mit ein paar Monster, ne? Da oben beim Turm, da wird wahrscheinlich auch alles voll glatt laufen, ne? Und gibt es überhaupt gar keine Probleme, ne? Aber wir gehen trotzdem mal dahin, ne? Hm. Oh nein. Wir sind zu viert, ihr habt keine Chance. Boah, ich hab alle gefangen. Ups. Das habe ich schon wieder hier. Jedi Survivor. In Erinnerung, ich wollte jetzt mit Kreis ausweichen. Nein. Daneben gehauen, Mann. Nein. Mach keinen Mist hier, Kollege. Ich weiß nicht, was du aber wieder vorhast. Wir werden niemanden hochballern, wenn es geht. Dauert lange. So, ich euch alle mit einem Schlag weg.
Nita, nein, danke. Das ist sogar, wenn man die Gegner so erledigt, so wie es sich gehört. Cool. So, aber so erfahrungspunktemäßig gibt da nichts. War es das Ultima? Clive, da bist du ja. Geht's dir gut? Also ich viel. Da haben wirklich ungefähr 10 Gegner. Stimmen. Die Wesen sind zurück. Die hier am Ufer habe ich erledigt. Immerhin ein Anfang. Aber was machen sie südlich der Stadt? Letztes Mal kamen sie aus dem Norden. Angriffe aus einer Richtung können wir vielleicht abwehren. Aber aus beiden? Hast du Speer im Norden? Dann müssen wir ja zwei abwehren. Aber ich gehe mir das besser selbst ansehen. Du gehst zurück nach Nordstedt. Nur für den Fall, dass der Krieg ausbricht, während ich weg bin. Warum Krieg? Diese Herzogstochter scheint sich die Stadtleute vorgeknöpft zu haben. Sag doch, ihr macht irgendwas Bescheuertes. Sie führt überall Unmut gegen ihren Vater. Die stürmen uns noch die Garnison. Warum will denn niemand meinen Vater umbringen? Genau das hatte Madame befürchtet. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und du sei vorsichtig. Tut euch alle zusammen, damit ihr meinen Vater töten könnt. Beim ersten bisschen blau bin ich schneller zurück in der Stadt, als du gucken kannst. Du musst ja sowieso durch die Stadt da durchgehen. Kannst du halt nicht direkt auf dem Weg machen. So, gehe ich jetzt wieder. Boah. Hör auf mich die ganze Zeit durch die Gegend zu teleportieren. Ich will einige Sachen hier auf einmal machen. Verstehst du nicht, Vater? Die Leute von Nordstedt haben genug. Habt ihr jetzt gleich ein Rap-Battle? Das sah irgendwie so aus. Jetzt hör mir zu, Sabine. Was wären diese Leute denn schon ohne ihr Land? Hm? Das Kaiserreich ist ihr Schwert und ihr Schild. Dank ihm können sie sich ohne Furcht ihres Lebens erfreuen. Doch nun steht das Reich am Abgrund. Wie soll das Volk ohne Schwert kämpfen? Wie soll es ohne Schild seine Familien beschützen? Wird es waffenlos den nahenden Horden standhalten können? Nein. Doch es gibt Hoffnung. Ein neuer Schild, ein neues Schwert. Ein neues Sanbrek. Wir können, so Gwigor es will, dieses Kaiserreich wieder aufbauen. Das mag ja sein, Vater. Aber wir wollen nicht. Nicht, wenn die Leute von Nordstedt dafür ihr Leben aufgeben müssen. Bitte, kein Streit auf offener Straße. So zerbreche ich euch alle wie einen Haufen Äste. Mit meinen dicken Schultern. Vor der Stadt lauern Ungeheuer. Die packt einfach die Hinterköpfe vom Bein und knockt die so beide aus. Gibt ihnen so eine Kopfnuss. Bislang nichts, um uns vor ihnen zu schützen. Hüte deine Zunge, du Hure! Du hast meiner Tochter deinen Unsinn eingeredet, aber mich wirst du nicht verderben. Verderben? Hättet ihr eurer Tochter jemals zugehört, wüsstet ihr, dass sie durchaus ihre eigenen Prinzipien hat. Zumindest hoffe ich, dass ihr Prinzipien und nicht euren Stolz als Tochter durchsetzen wollt. Nordstedt hat Besseres verdient. Nordstedt hat Besseres als dich verdient, Carla. Ja, ich weiß, wer du bist. Die Hure Dichasias, die einen Träger gevögelt hat. Jetzt geht das wieder los. Jetzt haben wir gleich Problem. Dass eine Frau einem Mann Gwigors einen Träger vorgezogen hat? Clive! Ja, gleich wie mit Lubor hier los. Im Anmarsch. Sie kommen von Oriflam. Hunderte, vielleicht noch mehr. Okay, jetzt weiß ich ganz genau, dass der übertreibt. Mit dem Bau der Barrikaden haben wir doch gerade erst begonnen. Alle Mann zurück nach Kernovan. Dort werden wir sie abfangen. Hört ihr schwer? Das war ein Befehl! Und dies ist eine aufrichtige Bitte. Lasst uns hier kämpfen und unsere Heimat verteidigen. Unsere Familien und Nachbarn. Gemeinsam für Nordstedt. Ihr habt Madame gehört. Worauf warten wir? Pikeniere an die Tore, Bogenschützen auf die Dächer, aber plötzlich. Der hört sich jetzt ein bisschen an wie der Synchronsprecher von Zorro.
ein ganz kleines bisschen. Sie ist nur eine billige Hure, ja. Und wir würden ihr bis in die Hölle folgen. Eigentlich genau das gleiche Thema wie damals hier in der letzten Folge. Letzte Folge, ne? Das war erst gestern, als ich halt aufgenommen habe. Die Männer haben ihre Befehle. Sie sind in Position. Ich habe sie über die ganze Stadt verteilt. Ich denke, ja, es ist die Stimme von Zorro, ich weiß. In den einen Moment hat sie sich so angehört, so. Danke, Philipp. Auch die Bürger wollen ihren Teil beitragen. Die Kräuterheilerin hat uns ihre Arzneien gespendet. Sollten deine Männer verletzt werden, bring sie zum Schleier. Wir stehen bereit. Das werde ich. Danke. Ich stehe auch bereit. Es werden viele sein. Viel mehr als ihr. Ihr braucht jeden Mann, den ihr bekommen könnt. Philipp, ich überlasse dir den Süden. Ich bezweifle, dass die Wesen am See die letzten waren. Ich auch. Ich gehe mit ein paar Männern runter. Sicher ist sicher. Was machst du? Ich gehe in Richtung Oriflam. Ich habe alle kaputt. Ich weiß, wie diese Wesen kämpfen. Sicher werde ich nicht alle aufhalten können, aber ich werde tun, was ich kann. Na gut, aber sei vorsichtig. Danke euch beiden. Verlass dich auf. Gern geschehen, Hohe. Ich meine, Carla. Ich meine, Madame. Sobald der Kampf. Schon wieder hier. Oh, dann gehen wir da eben. Also die dicke Mission hier, ne? Komm ich raus, ja. Wenn ich zurückkomme, na gut, dann machen wir noch mal so hunderte von dem Platz. Ja, ich warte ja drauf, ne? Hunderte, puh, klar. Ich würde raten mindestens 15. Maximal 15. Nee, nicht mindestens 5, maximal 15 würde ich jetzt mal raten, wenn wir jetzt hier leicht bekämpfen. Schau ich halt an. Na, guck mal. Es sind so viele. Gleich nicht mehr. 1 2 3 4 5 sind 8 Stück oder 9 Stück. Halte. Tut ja ein bisschen übertreiben, ne? Zum, da ist immer noch nicht fertig, was? Ich bin schon so lange aus dem Kampf raus. Oh, so, falsch. Warte. Ich sagen, ich habe das falsche Ding aktiviert. Schon gefragt, warum ist ein Angriff immer noch nicht fertig? Ja, machen wir noch den hier. Mutig. Jetzt schlitzen wir euch alle auf. Und dann, wenn ich damit fertig bin, gibt es noch einen Zahnchenzug. Und dann seid ihr auf jeden Fall alle weg. Jeder einzelne von euch, so viele von euch, ja. Doink. So. Und jetzt ein dicker. Oh nein, da kommen doch zwei mehr. Dreck. Tap that butt. Bist du eigentlich? Na, ich sehe ja schon wieder jemanden irgendwie auf mich schießen. Ja, ich glaube, so mit mehreren Leuten ist das sehr viel einfacher. Ja, guck mal. Ganz ruhig. Boah. So, jetzt, ich wollte schon sagen, man, nur schon die ganze Zeit hier. Jetzt voll der Laser ins Gesicht. Den absorbiere ich, den Strahl. Oh Gott, habe ich die Klinge aktiviert? Ja. Ich
weiß nicht, ob man die aktivieren muss, damit die hier aufgeladen wird. Wenn diesen Angriff. Ich sehe ja noch ein paar Gegner, glaube ich. Professor Chill mit irgendeinem Angriff. Egal. Oh ja. Der Angriff ist so stark, ne? Ich muss irgendwie so. Bonk. Haha. Ich hab's probiert, den Angriff. Und jetzt mitten ins Gesicht. Ich gebe mich doch nicht heilen. Boah, voll durchgedrungen, ey. Voll Strahl durch die Brust gegangen. So, 2000. Man hat einen für Erfahrungspunkte, ey. Da war auch gar nichts. Das war wohl der letzte. Ich hoffe, die Stadt steht noch. Wir sollten schnell zurück. Komm, Torgal. Und Jill und Joshua auch, nehme ich an. Aber ja. Also die Sachen, er hat spielt nimmt wahrscheinlich nicht an, dass wir die garantiert haben, ne? Was wir die Jill und Joshua Quest nach der Tier gemacht haben. Kennt man ja, ne? Ich kriege wahrscheinlich noch Erfahrungspunkte von der Quest hier, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Aber trotzdem, 2900 für das alles ein bisschen wenig. Der Weg nach Oriflam ist sicher. Wie ist es euch ergangen? Ich habe sie alle erledigt. Das waren Hunderte, nee, Tausende. Ganz schön zu kämpfen. Aber keine Sorge. Die Verwundeten werden im Schleier versorgt. Ein Glück. Ihr Verwundete? Ach, ihr Noobs. Fürs Erste zumindest. Ich danke euch für euren Einsatz. Ihr wart im Recht. Und ich im Unrecht. Auf ganzer Linie. Ich war überzeugt, dass Autorität das Einzige ist, was die Leute hier einen kann. Dass eine starke Hand sie führen muss, sie schützen muss. Nein. Davor, nur eine gut aussehende Hand und sehr breite Schultern zu werden. Letztlich habt ihr sie geeint. Nicht mit Gewalt. Und auch nicht durch die Berufung auf ein göttliches Mandat, sondern durch Empathie. Ihr wisst, was sie fühlen, denn ihr fühlt wie sie. Unser Ziel war stets dasselbe, eure Eminenz. Nur wart ihr abgelenkt von höheren Wünschen, Visionen von Macht und Ruhm, während wir unsere Heimat hier vor Augen hatten. Und wieder habt ihr recht. Genau wie du, Sabine. Der Kaiser hat es selbst gesagt. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Vergib mir. Ich war ein Narr. Mir tut es auch leid, Vater. So weit hätte ich nie gehen sollen. Aber ich wollte, dass ihr versteht, was das Volk fühlt. Was ich fühle. Ich war so wütend. Ich schäme mich. Gräme dich nicht. Dies war mein Irrtum. Ich hätte hören sollen. Auf euch alle. Eure Eminenz, junge Herrin, ich bezweifle nicht, dass ihr mit den besten Absichten zu uns kamt. Dies aber trifft auf uns alle zu. Wir alle wollen Wohlstand, Sicherheit, Stabilität. Nicht nur für Nordstedt, sondern für das ganze Reich. Und wenn wir uns zusammentun, könnte dieser Wunsch wahr werden. Werdet ihr uns beistehen? Ja, werden wir. Ich danke euch, Eminenz. Dann werde ich mich jetzt um die Verwundeten kümmern. Nirgendwo werden Soldaten besser versorgt als im Schleier. Und heute ist der Andrang größer denn je. Ende gut, alles gut. Madame Isabel ist eine wirklich beeindruckende Frau. In diesen dunklen Zeiten scheint mir, sind es nicht Männer wie ich, die
das Reich führen sollten, sondern Frauen wie sie. So ist es. Hätte ich doch nur zur rechten Zeit auf sie gehört. Verzeiht meine Einmischung, aber die Zeit wäre jetzt. Madame hat es selbst gesagt. Wir haben eine Chance, wenn alle zusammenarbeiten. Und das schließt euch ein. Ihr gehört zu uns. Zu euch? Wohlgesprochen, Hauptmann. Lasst dies einen Neuanfang sein. Nicht nur Neuanfang? Sondern für uns. Gut. Hier bin ich wohl überflüssig. Vielleicht braucht Isabel Hilfe mit den Verwundeten. Ach, ich wusste, ich muss da nochmal zurück. Ich dir sonst noch was Gutes tun? Ja, nicht einfach nur so eine Mission abgeschlossen sein, ne? Wann haben wir noch zwei Quests abgeschlossen? Ja, boah. Ja, nicht nur, da war doch etwas größeren Quests, ne? Zwei größere Quests, aber trotzdem, Mann. Ey, yo. Wie steht es um die Verwundeten? Es ist Kraftprotz, was geht. Was tun kann, lass es mich wissen. Ach, du hast heute schon genug geholfen, Clive. Danke. Nichts zu danken. Im Gegenteil, ich kann dir nicht genug dafür danken, was du für diese Stadt getan hast. Isabel, was hält dich hier in Nordstedt? Du hättest die Mittel, um an einen sicheren Ort zu ziehen. Aber du schienst bereit, hier zu sterben. Das ist eine lange Geschichte. Für dich nehme ich mir alle Zeit der Welt. Bitte nur so 8 Minuten. Wie du willst. Vor langer Zeit lebte ich einmal im Kristalldominium. Damals war ich Carla und arbeitete als Kurtisane. Ich war so begehrt, dass sich nur hohe Adlige meine Gunst leisten konnten. Doch dann, eines Tages, änderte sich alles. Ich verliebte mich. Und zwar in einen Träger. Den Leibgardisten meines Herrn. Der wundervollste Mann, den ich je kannte. Sie entdeckten uns zusammen. Kurtisane, Geliebte eines Fürsten. Ihm mich je wieder anzusehen. Okay. Ich hoffe, sie arbeitet. Hat sich gerade gearbeitet. Weder er noch ich wusste, wohin. Ziellos wanderten wir durch die Welt, hofften jeden Tag auf den nächsten und fürchteten ihn zugleich. Bis wir hier ankamen, in Nordstedt. Im Schleier fanden wir Zuflucht. Und Essen und Kleider. Er heilte unsere Wunden. Zumindest meine Wunden. Ihm war nicht mehr zu helfen. Er starb also. Leider. Kurz nach unserer Ankunft. Ein paar friedliche Tage waren uns noch vergönnt vor seinem Ende. Sie waren das größte Geschenk meines Lebens. Als das Leben aus seinen Armen wich, schloss Nordstedt mich in seine. Die Männer und Frauen des Schleiers teilten meine Trauer. Trösteten mich. Mich, eine völlig Fremde, behandelten sie wie eine Schwester. Also schwor ich, ihnen auf ewig eine Schwester zu sein. Für Nordstedt da zu sein, so wie es für mich da gewesen ist. Zurückzuzahlen, was ich dem Schleier schuldig bin. Danke, Isabel. Für dein Vertrauen. Du bist ihm ähnlich, weißt du? Vielleicht ist das der Grund, warum du mir so gut gefällst. Hör nie auf zu kämpfen, Clive. Ich werde es auch nicht. Es wird nicht einfach sein, Nordstedt weiter zusammenzuhalten. Aber sieh, was wir bewirken können. Was wir erreicht haben. Die Bürger, die Soldaten, der Herzog von Oriflam und seine Tochter. Sie alle kämpfen nun für diese Stadt, unser gemeinsames Zuhause. Cool. Und du, Clive? Können wir weiter auf dich zählen? Immer. Aber meine Quest hier ist vorbei, deswegen gehe ich jetzt wieder. Ciao.
So, ja, jetzt kriege ich eine Menge Erfahrungspunkte. Bloch. Ori Halcom. Ein Moment. Ich wollte noch die eine Quest mit dem Turm hier machen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, ne? Wir haben Nordstedt vereint. Nun müssen wir unseren Zusammenhalt festigen. Komm, mach mal auch noch. Oh, das ist ja so ein Ding in der Nähe. Wird wohl auch nicht so lange dauern. Komm, ein paar Minuten. Ich will eigentlich zurück zum Versteck und mich heilen, aber was soll man machen? Lass mal einen Heiltrank ein. Ich die halt wieder alle. Das ist kein Boss, oder? Durch die alle hier nach Farm wieder. Ich wollte eigentlich einsammeln. So, was auch immer da ist, das wird ja auch nicht so lange dauern. Ne? Das schien mir jetzt nicht so nach einer Quest zu sein, die irgendwie mit so einem ganzen Queststrang irgendwie verbunden ist. Oder? Vielleicht ist er tatsächlich bereit. So. Oder auch nicht. Amber, alles okay? Verdammt. Amber, zieh dein Schwert! Ich kann nicht! Dann bist du tot. Lauf! Ja! Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei. Oh. Tot, Avis. Ja, du bist gleich tot. Was ist das? Fort Avis. Gigantic Super Fort. Boah. Mein Konterspiel ist gerade unglaublich gut. Oh Gott, der ist sowas von tot. Boah. Mich näher ran bewegen und zack, und er schon leicht tot. Nur jetzt hat den Zug kennen, wenn ich das schaffe. Ist noch den hier? Bist du weg? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, da ist ein falscher Angriff, sehe ich gerade. Da war gereicht. Alles klar, cool. Also, was war jetzt das Problem? Amber, bist du? Weg. Natürlich. Gute Speer sind wirklich selten. Also zurück nach Nordstedt. Außer er hat uns benutzt als Ablenkung, ne? Er hat ja gesagt, er soll eine Ablenkung hier auslösen. Ne? Vielleicht waren wir die Ablenkung. Mal schauen, wie das abläuft. Ja, das ist so meine Vermutung. Ne? Pass auf. Da kann ich mir die Notenrolle gleich holen. Natürlich so gut gerade. Ne? Die Garnison hat noch mal 100 von den Pechtöpfen. Okay. Ey, yo. Bist schon wieder zurück? Wie war Emma? Ja, ich muss erst noch ihren Krieg verändern. Ich dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt, aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie er starrt, hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Amber nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt. Anscheinend nicht. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte, dass ich die Prüfung schaffe. Hier ist das Buch, das ich den Kaiserling abknöpfen sollte. Was? Wie hörst du? Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. Klar, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Und er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er... Er hat eine Entscheidung getroffen.
Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Keinen Ärger mehr von dir. Kann ich nicht einfach hier geben, Mann? Ich hab genau gewusst, ey. Keine leichte Entscheidung. Weiß nicht, muss ich halt echt entscheiden jetzt? Wer es schafft oder nicht? Tritt näher, nur keine Scheu. Kann ich mir irgendwas hier leisten? Nö. Komm gern wieder. Aber tue ich doch ja schon die ganze Zeit. Ich tue schon kaum Geld ausgeben für irgendwas, ne? Kommst du, dass ich dann immer noch hier einige Sachen mir nicht leisten kann? Oh, alles abgeschlossen. Warum sind hier drei Jagdziele? Was? Entschuldige, was? Habe ich da drei Jagdziele? Okay, Versteck. So, was ich noch machen will, ist, ich gebe die Mission ab. Ich will mal gucken, was ich mir noch mal. Ich konnte mir irgendwas mit dem Orihalkum hier erstellen. Aber sind neue Kopfgeldjagden aufgetaucht. So. Was hättest du sehen sollen? Der Avis hatte keine Chance. Wow. Willkommen zurück, Sid. Willkommen zurück, Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Nein, ganz und gar nicht. Weiß nicht, allein schon, weil er irgendwie so drauf ist, so, ja, ich hab's voll erledigt. Weißt du was? Nee. Im Angesicht der Gefahr hat Amber die Nerven verloren. Er lief nicht weg. Er kämpfte nicht. Ohne mich wäre er jetzt tot. Unbegleitet könnte er keine Mission zu Ende bringen. Das ist ein guter Punkt. Danke, Sid, für die ehrliche Bewertung. Amber, du hast den Turm infiltriert und überlebt, ja. Aber nur, weil Sid dich gerettet hat. Und das ist nicht besser, als vom Feind entdeckt zu werden. Du hast nicht bestanden. Nicht so schnell. Amber hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Denn das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Aber ein Späher braucht Gespür. Und das hat man oder nicht. Das Buch hat er gefunden. Damit hat Amber bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Wäre schade um sein Talent, oder? Schön. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ich halte durch, bis ich soweit bin. Das ist klar. Nicht gerade der hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Das kenne ich. Ganz wie sein tapferes Vorbild. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Wird Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Das ist gerade ein Volltroll, gell? Dass er dann frei nimmt. Freinehmen wäre schön, aber die Arbeit ruft. Verzeih mir, Sid, das lief nicht, wie ich erwartet hätte. Das tut es dieser Tage nie. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage. Oder einfach nur mich, weil ich sowieso irgendwie alles hier erledige. Hast du, Sid? Sendet einfach mich, Mann. Ich bin nur sowieso der Einzige, der hier was macht. Auftrag abgeschlossen. Speer ins B. Lauchspitz, Schockwelle. Oh, ja. Die Elektroangriffe, die ich alle nie benutze. Und noch ein neuer Auftrag, ey. Wir müssen mal ja halblang machen, ey. So, sieht aus, als wären hier ein paar neue Kopfgelder aufgetaucht. Die tun wir uns alle dann irgendwann mal an einen Tag hier. Ja, guck mal hier. Der Sensenmann. Der Ritter ist flammenden Herzen. Das heißt A. Die beiden sind S. Hm. Also komme ich wieder auf Geld. Oh.
Okay, ich will mal gucken, was ich noch mal hier herstellen konnte mit dem Orichalcum. Ich glaube, ein Ausrüstungsgegenstand, ne? Hier sind Ring, irgendwas mit dem Ouroboros, ne? Ouroboros. So, wenn jetzt hier die ganze Zeit neue Aufträge auftauchen, dann werden wir ja nie fertig, Mann. So. Ist das von Geff? Ich glaube, das ist für Geff, ne? Du willst auch als Partymitglied am Freischalten? Ist was kaputt? Was willst du? Na, Leute. So, den haben wir nicht. Himmelstuch. Ist das stärker? Ja, ne? Steinzunge, Orichalcum. Ja. Ja. Ne, warum nicht, ne? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Cool. Sonnenarmreif. Wäre der stärker, wenn ich den hochlevel? Ist irgendwie so random, dass man die Sachen nur auf 2 Level hochleveln kann, ne? Normalerweise gehen die Spiele mal all out hier, wenn es so was geht, ne? Ja, und Tales of Graces und so, ne? Tales of Berseria, die ganzen Spiele, die gehen immer voll overkill ja, mit den Nummern, die du hochgehen kannst. Was voll unnötig ist. So, jetzt haben wir die beiden Oboros-Klamotten. Wir haben den Verteidiger, der ist ein bisschen lahm, dass wir nur so eine Normalwaffe ausgerüstet haben. Na, was soll man machen, ne? Gut. Was kommt als nächstes? Oh, ist so nervig, ne? Hm. Ich will hier noch mal kurz einen Abstecher machen. Ja, von der Madame. Okay, ja. Okay. Da lese ich jetzt mir jetzt nicht alles durch. Hm. So. Dann sah man, welche Quest wert bekommen haben. So, anhand hier von den Dinger, die ja noch fehlen, kann ich glaube ich so ungefähr abschätzen, wie viele Sachen wir noch. Mein Gott. Wann haben wir das eingesteckt? Boah. Clive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Mann. Das kann auch ein bisschen dauern. Alles klar. Na gut, mit den Quests sind wir heute fertig, ne? Nächstes Mal geht's weiter mit den Quests, ne? Sind noch eine Menge übrig. Das kann noch ein bisschen dauern, habe ich so gefühlt, ne? Aber dann haben wir so wenigstens alle erledigt, ne? Gut, dann guck mal, wie viele Quests es gibt. Wow. Wow. Ja, wir sind noch ein bisschen beschäftigt anscheinend, ne? Gut, machen wir beim nächsten Mal aber weiter, ne? Ich danke mich alle herzlich fürs Zuschauen, für jeden, der hier vorbeigeschaut hat. Und ich sag dann, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Schaut wieder rein, abonniert, kommentiert und liked und all das gute Zeug, ne? Ciao!